Das Universum des Mikrokosmos ist für die meisten Menschen unsichtbar. Wenn wir die Phänomene unserer Welt verstehen wollen, die Finessen im Verborgenen entdecken möchten, dann müssen wir viel mehr wissen über Atome, Moleküle, Bakterien, Proteine, Viren und die DNA. Viele Fragen wollen beantwortet werden. Sind unsere Lebensmittel mit Schwermetallen belastet, die unsere Gesundheit gefährden? Kaufen wir wirklich Bioprodukte im Supermarkt? Wer analysiert das für uns? Wir müssen sicher sein, dass das Spielzeug für unsere Kinder wirklich frei von Gift oder Schadstoffen ist. Uns interessiert, ob der Joghurt die richtigen Enzyme für unseren Stoffwechsel und das Immunsystem bereitstellt. Ist unser Bier ein Genussmittel mit Tradition oder ein Kunstprodukt aus dem Chemielabor? Enthält ein Medikament die optimale Wirkstoffmenge, um eine Krankheit zuverlässig und ohne große Nebenwirkungen zu bekämpfen? Der Rußpartikelfilter soll Schadstoffe absorbieren. Und der Diesel? Wir möchten wissen, ob er unseren Qualitätsansprüchen genügt. Wir wollen, dass unser Papier aus nachhaltigen Rohstoffen recycelt und nicht aus Urwaldriesen hergestellt wird. Wasser ist Quell unseres Lebens. Aber welche Qualität hat unser Trinkwasser? Und unsere Kleidung? Enthält sie schädliche Chemikalien? All diese Fragen sollen nicht unbeantwortet bleiben. Unsere Technologien werden immer spannender. Wissen Sie, wie wichtig eine schnelle und präzise DNA-Analyse im realen Leben ist? Haben wir es mit einer Epidemie zu tun? Das müssen wir schnell wissen. Menschenleben hängen davon ab. Um sicher zu sein, muss die DNA isoliert, vervielfältigt und dann analysiert werden. Zerkleinern, homogenisieren, die DNA manuell über Filtersäulen aus den Bakterien extrahieren, das hört sich sehr kompliziert an. Aber genau das machen wir. Manchmal müssen ganze Serien von Proben untersucht werden. Eine Arbeit von hoher Dringlichkeit sind auch die Vorortnachweise von Salmonellen. Dafür wird auf kleinstem Raum ein vollständiges transportables Labor benötigt. Wir haben uns Gedanken gemacht. Und das nicht erst seit heute. Vor 20 Jahren. Der Startschuss für neue Träume. Die Analytik Jena wird im thüringischen Jena gegründet. Der Ansatz? Die wichtigsten Entdeckungen des modernen Zeitalters sind nicht mehr mit bloßem Auge zu leisten. Also machen wir das Verborgene sichtbar. Wir bauen auf eine über 150-jährige Tradition von Carl Zeiss in Jena und Eisfeld. Made in Germany, das Prädikat ist uns wichtig. Visionen von gestern sind hier, heute, Wirklichkeit geworden. Wir wollen die Geheimnisse im Verborgenen sichtbar machen und verstehen. Das ist es, was uns antreibt.